Freundchen. Komm her. Komm nicht so hoch rauf. Was ist denn das? Müssen wir verarschen. Müssen wir erstmal so hoch kommen, dass man den angreifen kann. Hey, das macht Spaß. Ein Cloud kommt auch nicht dran. Jetzt kann ich auf den Tisch springen. Hier oben scheine ich zumindest manchmal vor manchen Angriffen sicher zu sein. Ma, ich will den nur angreifen. Ist doch nicht so viel verlangt. Die eine Karte, was ich da im Sprung einsetze, wird immer nur zum Blocken verwendet. So komme ich nicht weit. Nein, das ist eine blöde Idee. Das allerdings ist eine gute Idee. Mit einem Angriff, eine Heilung und nachstocken. Das ohne Karten zu verschwenden. Ah! Mist! Boah, hier kommen wir ja wirklich nicht zum Angreifen. Das ist ja ganz fies. Das ist echt fies. Wow! Genau dem wollte ich eigentlich rausweichen. Upsala! Oh, der Hü! Irgendwelche Laute herausrufen. Oh, der Hü! Ah, Hilfe! Ah, mein Nachstocken! Ich wollte ja mal eine Spezialkarte. Bisschen taktischer hier kämpfen. Natürlich, meine Heilung hat er wieder verarscht. Wieso wollte ich jetzt eine Kombo machen? Ich weiß es nicht. Jetzt hat er meinen Tisch kaputt gemacht. Jetzt muss ich erst wieder die ganze Zeit springen. Macht's mir nicht einfach. Komm, Goofy. Goofy. Jawohl. Der wird hier gar nicht so viel bringen, oder? Kannst du mal probieren. Schauen, ob der überhaupt rankommt. Nein, natürlich nicht. Oh je. Das ist fies. Das ist allerdings verdammt fies. Na, Donald bringt da eher was. Komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell. Ah, da drüben ist der Spezialkarte. Und heilen muss ich mich dann ganz schnell. Bitte jetzt keine Null einsetzen. Jetzt keine Null einsetzen. Ich muss jetzt ganz schnell heilen. Oh Gott, das setzt mir nur den Tisch wieder her. Aber jetzt ganz schnell irgendwie. Nein, ihr muss. Ich bin auch so blöd und gehe das von vorne durch statt von hinten. Dass er schnell zur Heilungskarte kommen. Nein, ich gehe es von vorne durch. Muss jede Karte einmal auf dem Bildschirm erscheinen. Sonst verwende ich sie. Nein, sonst hat sie es nicht verdient. Ach Gott. Ah, wird schon klappen. Aber der ist fies, weil er so hoch oben ist. Auch die normalen Karten ab und zu versagen, einfach nur, weil sie nicht treffen. Vor allem, weil Goofy da nicht trifft. Das ist ja das Schlimmste. Ich kann mit meiner Goofy-Karte nicht mal treffen, den Kerl. Und die Spezialkarte macht nur den Tisch wieder an. Ganz toll. Genau, was ich mir von meiner Karte wünsche! Gekonnt, geblockt. Aha! Du kleiner Mistkerl. Habe ich irgendwas, was ich opfern kann? Nö, eigentlich nicht wirklich. Ja, hat noch geklappt. Was zum Teufel ist mit der Ansicht los? Sieht man ja gar nichts mehr. So. Immer schön. Ah, okay, okay, okay. Komm, komm, komm. Das hat jetzt gut geklappt. Das hat jetzt schön geklappt. Immer weiter schlagen. Wir haben schon zwei weg.
Komm! Ah, verdammt, das war jetzt zu spät. Wollte mit Cloud einmal vernünftig draufschlagen. Es hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, ich wollte... Aha. Meine ganzen Pläne gehen heute nicht auf bei dem. Nee, 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 Freundchen. Also Karten gezielt stechen und dann draufschlagen ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Darf nur nicht den Tisch kaputt machen. Okay, das hat zumindest getroffen. Könnte schlechter laufen. Okay. Das war jetzt äußerst unpraktisch. Lass es einfach gut sein. Nein. Ah, das war's jetzt schon wieder. Ich bin nicht hoch genug oben für die ganzen Angriffe. Jetzt wieder. Komm schnell drauf. Und hoch, hoch, hoch. Und Zimmer einsetzen. Bringt nichts, bringt nichts. Egal. Nein, mein Tisch. Jetzt läuft's wieder schlecht. Nein, wieso... Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt so einsetzen wollte. Es war komplett Verschwendung. Ma. Ich komme ja gar nicht zum zum Aufladen hier. Jetzt schießt er wieder. Nein! Oh, jetzt bin ich nicht zum Aufladen gekommen. Und ohne Karten geht das nicht. Schwierig. Es ist einfach schwierig mit den Karten. Weiß nicht, ob ich mich jetzt einfach extra blöd anstelle, aber ich finde es einfach schwer. Gebe ich ehrlich zu. Bin nicht gerade geschickt, ich meine, das sieht man ja. Okay. White screen? With Lada Symbol? Very nice. So, und den Tisch geschickt ausnutzen. Solange er da ist. Das sieht er an, wenn ich eine Karte blocke und dann direkt angreife, dann stürzt er zusammen. Hüpf halt drauf. Na, so ungefähr. Schnell nachstocken. Okay. Okay. Ganz ruhig. Oder ist das, wenn ich auf den Kopf schlage, dass er dann zusammenbricht? Das könnte natürlich auch sein. Warte mal, jetzt werde ich mir die zwei da reinpacken. Und jetzt einsetzen, schnell! Ah, verdammt! Es hat jetzt nicht geklappt! Schade. Behalte ich mir die Freundeskarten doch lieber auf, damit meine Kombos mit der Vita-Karte machen kann. Ah toll, jetzt ist der Tisch jetzt schon weg. Zumindest kann er das kaum blocken, außer mit einer Nuller-Karte. Wenn ich treffen würde, wäre es natürlich noch besser. Im Prinzip ist das jetzt nur Zeitverschwendung gewesen. Immer springen bei dem. Vergesse ich auch. Also dem mit Springen ausweichen kann. So, Tisch wieder her. Ordnung wieder hergestellt. Komm! Nein! Ah, jetzt blockt er wieder nur. Ich hasse es, wenn wir einen Kartenstich haben und ich dann deswegen nicht weiter angreife, sondern einfach nur abgebrochen wird. Von beiden Seiten. Das ist gemein.
So. Mal schauen, ob ich Goofy von hier oben einsetzen kann oder ob der da runterfällt. Er fällt runter. Gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Eigentlich eine Vita-Karte einsetzen sollen. Zumindest haben wir nachstocken. Komm. So, jetzt habe ich extra mal weiter geblättert, damit ich keine Karte verschwende. Das war es doch jetzt auch nicht. War doch auch nicht das Wahre. Wieso? Was war denn das jetzt falsch? So, lieg am Boden und lass dich zusammenschlagen. Mit der Heilkugel noch immer schön einsammeln. Das war zumindest die Heilung nicht schlecht. Die Einserkarte von ihm kann ich geschickt einsetzen. Jetzt aufpassen, jetzt kommen ja auch die ganzen Feuerbälle. Komm, jetzt auf den Kopf wieder. Jetzt muss es beenden, jetzt muss es beenden. Jetzt ganz schnell beenden. Jawohl. Puh. Das war doch ganz einfach. Ein einfacher Kampf. War auch gar nicht schwer. Oh. Stell's den Knüppler. Jetzt bin ich in Schwitzen gekommen. Auch weil es hier so warm geworden ist, aber egal. Erledigt ist erledigt. Jera, Jale! Was hat das zu bedeuten? Wo kam nur plötzlich dieser Herzlose her? Wissen wir doch nicht. Ihr wollt also nicht antworten? Ihr habt was zu verbergen. Sie hinterher mich, schnappt sie euch, sofort! Hey! Bitte, Eure Majestät, wartet! Ihr habt uns doch befohlen, den Herzlosen zu vernichten. Hä? Eure Majestät hat uns in ihrer Vorsicht anfangs nicht vertraut. Und auf Befehl Eurer Majestät haben wir den Herzlosen bekämpft, um uns zu beweisen. Stimmt's, Zora? Haben wir? Ich meine, haben wir, Eure Majestät. Ich habe das befohlen? Aber Eure Majestät, erinnert ihr euch nicht? Was soll die dumme Frage? Ich vergesse nie etwas. Sicher kam mir der Befehl von mir. Ihr habt doch wacker geschlagen. Raffiniert gespielt, Alice. Raffiniert gespielt. Oh, das war knapp. Improvisation ist das halbe Leben. Wäre mir nie eingefallen. Die Tigerkatze sagte ja, wenn man sich krampfhaft erinnern, kann eine Erinnerung einen Streich spielen. Die Königin hätte nie zugegeben, dass sie etwas vergessen hat. Stattdessen ist ihr etwas eingefallen, das nie geschehen ist. Und damit hat sie sich selbst in die Irre geführt. Was ist, Zora? Gar nichts. Du bist jetzt wohl in Sicherheit. Die Königin bereitet uns keinen Ärger mehr. Schließlich sind wir die Herzlosen losgeworden, wie sie es befohlen hat. Sei mir, du wurdest auch in die Irre geführt. Wie sich aufregt. So, jetzt haben wir die Welten eigentlich durch. Mal schauen, was jetzt passiert. Jetzt bin ich echt gespannt. Und, ist da der Ausgang? Aber mal, da hoch geht's. Da hoch geht's zum Ausgang. Ich werde jetzt nicht nochmal zum Mogri zurückgehen, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich wieder Punkte für ein Waffenpack oder sowas hatte. Ja, würde gerade reichen. Aber es lohnt sich jetzt auch nicht, den ganzen Weg zurückzulaufen, nur wegen dem. Kommt ja wieder die Gelegenheit. Dann wieder mit mehr Punkten und dann lohnt sich es auch wieder. Wir werden jetzt erstmal speichern. Hier an diesem wunderschönen Punkt. Speichern. Und geschafft. So, und raus ins Schloss des Entfallens. Jetzt bin ich echt gespannt.